Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Witcher Nummer 3. Ganz ehrlich, bei dem Pisswetter losfahren halte ich immer noch für keine gute Idee, aber ganz ehrlich, dem Geralt ist doch das Wetter egal. Er gebietet natürlich über die See und über alles andere. Huch. Nach wie vor ärgere ich mich ein bisschen über die Fragezeichen, die wir nicht entdecken konnten. Aber die sind alle im Berg. Also werden die vielleicht alle konnektiert sein? Ich weiß es nicht. Und ich frage mich immer noch, wie man unten durch dieses Tor kommt, was wir in der letzten Folge nicht machen konnten. Aber ich bin sicher, irgendwie kriegen wir das schon hin. Und ich hoffe, ich weiß es nicht genau, ich hoffe, man kann nach dem Endgame irgendwie noch weiterspielen. Dann würde ich gerne noch einige Dinge erledigen, wie zum Beispiel auch die Gewinnsachen. Die haben wir immer noch offen, die ich am Stream machen wollte. Aber im Stream mache ich die immer nicht, weil ich immer Angst habe, zu viel zu spoilern von dem, was wir schon gemacht haben. Dass ich dann irgendwie zeige, oh, jetzt haben wir die und die Rüstung und die Items und das. Aber vielleicht ist das ja gar nicht so. Vielleicht sollte ich einfach sagen, okay, wenn jetzt Aufnahmeende ist, heute wahrscheinlich nicht mehr, aber ich werde heute noch irgendwann Aufnahmeende machen, lasse ich den Spielstand mal nehmen und sage, okay, dann reise ich jetzt mit dem Geralt erstmal zurück da und dahin und dann machen wir die ganzen Gewinnsachen und dann spielen wir die im Stream. Wo ich ja noch eigentlich Batman spielen muss. Die Riddler-Rätsel, inzwischen weiß ich gar nicht mehr, wie man das spielt. Ist schon 1000 Jahre her. War ja noch vorm Urlaub. Oh. Hui. Den bekämpfe ich jetzt. Wahrscheinlich Level 80. Aber ich will ihn gar nicht bekämpfen, weil der ist ja lieb. So, die Nebelinsel. Wir waren noch schon auf der Nebelinsel, oder? Nee, das war nicht in Skellige, glaube ich. Ich glaube, wir waren schon mal auf einer Nebelinsel, aber das war keine skellige Insel, das war eine andere. Auf jeden Fall sieht man den Nebel hier schon. Und da ist wieder der Leuchtturm oben gewesen, wo ich mich immer noch ärgere, dass wir den Leuchtturmwärter nicht überführen konnten. Ah, doof. Manchmal sind es eben so Kleinigkeiten. Wie zum Beispiel auch die Quest, die Nebenquest, die wir jetzt nicht mehr machen können. War, glaube ich, die mit dem Sklavenhändler, ne? Wo wir die Elfe noch in der Kneipe und so gesehen haben. Ich glaube, die war das und die können wir jetzt nicht mehr zu Ende machen, wegen Lambert. Würde mich freuen, wenn Lambert später zur Verfügung steht, dass sie dann wieder aus der Versenkung auftaucht. Da würde ich mich sehr freuen. Ich finde sowas immer sehr ärgerlich. Man will endlich mal mit der Hauptquest weitermachen. Na, doof. Deswegen will ich halt immer alle Nebenquests und sowas alles erledigen, bevor man es später nicht mehr kann. Ich quatsche die Reise einfach mal ein bisschen zu. Ich hätte mir besseres Wetter gewünscht, dann können wir wenigstens was sehen. Da hinten brennt ein Feuer irgendwo. Wo ist denn diese Nebelinsel eigentlich, sag mal? Ah, wir sind schon fast da. Waren wir da nicht schon? Eingangshöhle oder Ruin? Wir können sogar so direkt hindüsen. Nebelinsel. Und 3 Milliarden Fragezeichen. Komm, das Fragezeichen können wir mal machen. Das liegt direkt auf dem Weg. Freunde, da können wir doch mal ganz kurz hin. Ich bin voll der Ingame-Messi. Verdammt. So ein pedantischer Monk bin ich manchmal. Weil ich gerne einfach... Na, ich mach gerne einfach alles. Und wir kriegen Besuch. Großartigst. Hey, ihr süßen Schmugglerversteck. War ja nicht anders zu erwarten. Hey, meine Kleine. Na komm. Schnell ins Wasser. Wow, hier ist was los. Heilige Maria. Unterm Schiff. Ich komme hier gar nicht raus gerade. Ah. Eine zieht noch ihre Kreise. Ansonsten ist das hier ein blutrotes Meer gerade. Oh. So, na dann wollen wir mal. Ach, komm. So, Geralt, jetzt aber. Bevor die Luft ausgeht.
Huch, es ist sogar rot. Warum? Eine ewiges Feuerrüstung. So, das nehmen wir natürlich auch noch. Ich hoffe, wir kriegen das mit dem Sauerstoff noch hin. Ja, nein, 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 gerade nicht, Mädchen, gerade nicht. Na komm. Tut mir leid. Ich will das nicht tun, aber... Ein Meer aus Leichen. Wie gesagt, ich will es nicht tun, aber es... Manchmal geht es leider nicht anders. So. Mach's gut. Ich hoffe, die erwischen mich hier nicht in meinem Schnellboot. Diese Schmugglerverstecke, also da kann man schon reich mit werden, glaube ich. Hier auf Skellige so viele Schiffswracks, wie es hier gibt, zum Glück überhaupt nicht übertrieben. Aber da kann man schon, also da kann man schon die ein oder andere Penunse verdienen. Da haben wir wieder Besuch und hinter uns schwimmt offenbar immer noch eine Sirene, aber die lässt jetzt ab. Ihr Glück. So glaube ich. So, Ciri, Schatz, wie komme ich denn jetzt auf die Nebelinsel, sag mal? Hättest du hier keine bessere Insel suchen können als diesen alten Verschlag hier? Ich versuche mal da ringsrum zu kommen. Wenn das überhaupt irgendwie möglich ist. Da hinten sehe ich auch wieder Berge. Hätte vielleicht doch besseres Wetter abwarten sollen. Letzten Endes ist es egal, aber dann wäre die Aussicht wenigstens schöner. Eieieiei, wie komme ich nur zu dir durch, meine Kleine? Das sieht ja alles sehr einladend aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kleine ja glücklich ist. Aber ich vermute mal, sie will einfach niemanden in Gefahr bringen. Und deswegen werden wir ihr helfen. Sie soll ja auch ein normales Leben führen dürfen, so normal es ihr eben möglich ist. Manchmal, eigentlich sogar oft, ist normal gar nicht so schön. Oftmals ist normal schön, aber halt nicht immer. Manchmal ist normal auch ein bisschen langweilig. Man kann auch manchmal mal ein bisschen abnormal sein. Vielleicht einfach mal andere Eigenschaften haben, als man eben normalerweise hat. So, wir müssen jetzt irgendwie da lang, nach links hier rein. Undvik. Aha, Undvik heißt die gute Insel. Ich hoffe nur, wir kriegen hier irgendwo einen Anlegeplatz. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Da unten geht's durch. Ach du Scheiße, ist das hier ungastlich aus. Offenbar sind nicht alle ganz so erfreut, dass wir hier sind. Können wir irgendwie... Da ist ein Wegesschild. Willst du mich verarschen? Was? Was? Jetzt habe ich Angst. Wo ist der Mauspfeil? Er ist weg. Na, ich habe eh nur noch Gewinnquests, ehrlich gesagt. Huch. Was war das gerade? Jetzt habe ich Angst. Das Glühwürmchen, das wir von, naja, quasi von Uma bekommen haben, das zeigt uns jetzt den Weg. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Ach so. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Wirklich? Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Ne. Avalar, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Das glaube ich nicht. Und jetzt... Wir folgen dem Glühwürmchen, zum Glück automatisch, da freue ich mich ein bisschen. Ich hatte schon Angst davor, da selber hinterher segeln zu müssen.
Friedhof. Na toll, folge dem Glühwürmchen. Ich hab's befürchtet. Es wäre einfacher, wenn man durch das Segel sehen könnte oder wenn es einfach durch das Segel leuchten würde. Ich versuche mich mal an der Minimap zu orientieren. Das ist, glaube ich, auch keine gute Idee. Wo fliegt's denn? Ich sehe es einfach nicht da. So, da durch. Eieiei. Ich dachte, das wäre eine ganz normale Insel, die einfach... Na toll, Glühwürmchen, danke. Ja, entschuldigen Sie mal, gnädige Frau, ja? Die hat ein Stück Boot rausgebrochen, die Drecksau. Was macht die hier eigentlich? Mitten im Nichts. Da ist ein Leuchtturm. Okay. Perfekt eingeparkt. Na, das sieht ja richtig erfreulich aus. Wie kann hier denn irgendwas wachsen? Okay, grün ist hier auf jeden Fall nichts. Wir folgen gleich dem Glühwürmchen, aber erstmal will ich natürlich... Boah, das Dröhnen hier auch. Ich muss mich ganz kurz umsehen vorher. Das Gemüse interessiert mich eigentlich weniger. Da hinten ist noch eine Truhe. Das interessiert mich dann schon eher. So, ich wusste es, dass hier noch zahlreiche, wahrscheinlich noch weitere Truhen verborgen liegen. So. Leuchtet noch irgendwas gelb. Ich will jetzt natürlich nicht alles absuchen hier unten. Ein bisschen vielleicht. Ein bisschen. Außerdem will ich Rache für mein schönes Boot nehmen. Huch, hallo. Okay, bevor ich da jetzt weiter schwimme, das sieht mir nicht so ganz ungefährlich aus. Ich hätte schwören können, ich habe ja noch eine Truhe gesehen oder irgendwas gesehen. Außer natürlich nackten Frauen, die hier zufällig mit Flügeln im Meer liegen. Was mir echt leid tut, aber... So... Schön, hab da noch was gesehen. Ist auch egal. Wir düsen mal weiter. Ich könnte mich daran stundenlang festhalten. Ich würde jetzt normalerweise die ganze Höhle abschwimmen und natürlich überall suchen, ob wir nicht noch irgendwas Spannendes finden. So bin ich eben. Da ist noch eine Kiste, die nehmen wir noch mit. So bin ich eben. Ich wiederhole das gerne noch 10-mal. Hoppa. So. Boah, das Dröhnen immer, ne? Mystischer geht's wohl nicht mehr. So. Und da sind wir auch schon wieder raus. Tja, ansonsten, wo das Licht ist, weiß ich nicht genau. Tangalore! Da habe ich neulich Nebelinge erledigt, die waren ein bisschen härter als ihr, Freunde. Wo ist denn hier, wo ist denn ein eingemachtes da? Okay, wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Die Questspur führt mich dahin, also gehe ich erstmal hier hin.
Feuerzeugs. Nein, nicht magischer Ball, da bin ich doof. Ich wollte natürlich Quen machen. Hätte ich mir gerade auch erstmal sparen können, dieses Britzelgeräusch. Ich benutze meine Hexensinne echt dauernd zum Schatzjagen. Oder zum Schätze finden. Da hinten würde ich auch, ich würde ja überall suchen, wie ein Blöder. Und hoffen, dass die Entwickler einfach Gnade mit so Leuten wie mir haben. Und tatsächlich hier und da was versteckt haben. Kann ich von hier aus natürlich alles nicht so richtig sehen. Oder vielleicht doch. Und da gibt es einfach nichts. Was sind das hier oben? Suchen normalerweise. Das sind die Viecher. Aber ich höre noch irgendwas anderes Interessantes. Kann hier nicht genau sagen, was es ist. Hier haben wir noch... Was ist das denn? Ich speichere mal gerade. Ich will wissen, was das ist. Ein Unhold, wir erinnern uns an den. Wollte vor dem Bias fliehen. Kurzen Beine. Nein, 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 weg! Ja, brüll mich ruhig an. Das kann ich ertragen. Das nicht. Und hier treibt Siri ihr Unwesen? Hätte sie sich nicht einen schönen Sommerurlaub machen können? Ach, scheiße. Mistvieh. Okay, du bist aber fast down. Nein, 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 tu mir nichts, ich bin lieb. Jetzt nicht mehr. So. Britzel, Britzel, das war er. Oh. Ich frag mich, wie er hergekommen ist. Das frage ich mich allerdings auch. Und wer er war, frage ich mich. Na nü? Und hier? Wer waren die Menschen? Warum sind die... Also ich, natürlich weiß ich, warum oder wer die hier eingesammelt hat, aber wie kamen die denn hier rein? Andererseits die ganzen Schiffe, die wir da vorne gesehen haben, werden ja auch nicht einfach so rumgesegelt sein, also... Offenbar haben es ein paar Leute bis an Land geschafft. Oh. Ist das... Hä, ist aber ein anderes jetzt. Das ist schon nicht das, was wir gerade eben umgebracht haben. Das lag doch ganz woanders, oder war das hier? Ist ja ein bisschen verwirrend. Nein, oh, ich dachte gerade, der fällt jetzt da runter. Der Gary, der ist immer so übermütig. Manchmal muss man den ein bisschen bremsen. Oder vielleicht ist es auch umgekehrt. Vielleicht bin ich übermütig und der Gary muss mich manchmal ein bisschen bremsen. Scheiße, aua. Lass das, ich hab dich nicht gesehen. Mistvieh. Nur ein Geräusch, die kommen, den schnappen wir uns. Schneller bist du als deine normalen Kumpels. Das ist mir aufgefallen.
der Tagliatelle hier. Hm. Ah, hier ist der Weg wieder, der Hauptweg. Wahrscheinlich hat das Glühwürmchen, hätte uns hier wahrscheinlich lang geführt. Oder wäre einfach verschwunden und ich glaube, ich weiß, wer da oben residiert. Ich habe fast so eine Ahnung. Und ehrlich gesagt, ich traue mich gar nicht dahin zu gehen. Da ist das Glühwürmchen. Ich würde gerne noch zum Leuchtturm gehen. Ich folge dem Glühwürmchen. Das Glühwürmchen hat vor der Hütte angehalten. Ich sollte reinschauen. Sieh nach, was in der Hütte ist. Ich glaube nicht, dass es schon Ciri ist, oder? Denn der Weg führt wahrscheinlich zum Leuchtturm. Verschlossen. Klopfen. Ist da jemand? Verdammt. Ich will nichts Böses. Bitte aufmachen. Du hast unsere Deckung auffliegen lassen. Wer bist du und was willst du? Ich werde Geralt genannt. Und wer seid ihr? Das ist der Hexer. Hab eine Ballade über ihn und diese Zauberin gehört. Und wie war noch ihr Name? Sei still! Yennefer. Die Zauberin heißt Yennefer von Wengerberg. Ja, genau. Ihre Augen schleudern Blitze. Ihr Herz gleicht einem Eisberg. Wie ging's noch weiter? Beim Bart meiner Mutter reißt euch zusammen, Jungs. Du da draußen vor der Tür. Geralt, richtig? Ja, Geralt. Hör zu, Geralt. Kommen wir zusammen. Wir haben Schiffbruch erlitten. Bestien aus den Tiefen haben unsere Feinde verschlungen. Und der Rest hat hier Unterschlupf gefunden. Ist aber nichts Besonderes. Auf der Insel lauern viele Gefahren. Aber das dürfte erklären, warum wir misstrauisch sind. Auf diese Insel gelangt man nicht auf gewöhnliche Art. Herr, hier ist ein Schiffbruch etwa gewöhnlich? Lass gut sein. Du weißt, was er meint. Lass es mich erklären. Vor kurzem waren wir auf dem Weg von Skellige nach Novigrad. Und Ferenc kam mit dem Kapitän ins Gespräch, der ihm ein magisches Glühwürmchen verkaufte, das angeblich den Weg zu einem Schatz kannte. Naja, ein Schatz trifft es natürlich. Diese Unterhaltung wird langweilig. Hört zu, ich mache euch einen Vorschlag. Oh, wenn das ein Dämon ist, dann will er uns überlisten. Ich bin kein Dämon. Ihr braucht mich nicht zu fürchten. Lasst es mich beweisen. Und wie willst du das tun? Wenn ich eure Kameraden finde, glaubt ihr mir dann, dass ich euch nichts tue? Ja, aber das wird nicht einfach. Wie viele sind es? Drei. Ivo, Gaspard und Ferenc. Dieser Ivo, wo soll ich nach ihm suchen? Der Teufel hat darauf bestanden, die Höhlen im Osten zu erforschen. Ich wollte ihm die Idee aus dem Kopf schlagen, ließ sich nicht umstimmen. Gaspard, wo finde ich ihn? Er sagte, es sei schwachsinnig, auf Rettung zu warten. Wir sollten was unternehmen, oder zumindest er würde es tun. Angeblich hat er ein Licht draußen auf dem Meer gesehen und wollte auf den höchsten Gipfel klettern, um nach Schiffen Ausschau zu halten. Wo ist Ferenc hingegangen? Nach Westen, auf der Suche nach einem Schiff, das angeblich dort sein soll. Ferenc, er ist da geschickt. Er dachte, er könnte es reparieren, seetauglich machen. Also gut, mal sehen, ob ich alle drei finden kann. Bis dann. Ich bin froh, dass du Verständnis hast. Ach, seufz. Suche in der Höhle nach Ivo. Nach Ivoprofen. Da bin ich mal gespannt. Folgen wir mal dem Weg. Wir wollten ja sowieso hier alles absuchen. Hey, da drinnen, da hinten ist wieder weiterer Nebling. Ist egal, wir gehen mal hier lang. Ich muss nicht auf Teufel komm raus jeden Respawn fertig machen. Aber ich würde schon gern alle Quests mitnehmen, natürlich. Wie hat er den Weg in die Höhle überhaupt überlebt? Hey, Harpy.
Harpi Schmarpi. Das dürfte wohl der Weg in die Höhle sein. Da fliegt sie nochmal hoch vor Freude. Ein Mensch. Ha, wie schön, dich zu treffen. Ich habe mit deinen Freunden gesprochen. Komm runter. Gut, ich komme. Du Glückspilz, du. Weißt du, eine Sache bereue ich, dass... Ich hab's genau gewusst. Ich wusste tot. Es. Verdammt. Es war so klar. Du Glückspilz, du, sagt er noch. Oh, hier sind wir angestrandet, ne? Ich frage nur, weil da noch ein Wasservibe ist. Ah. Ich nehme an, wir sollen noch irgendwas als Beweis mitbringen, dass wir den gefunden haben. Ah, naja. Hat sich gerade selbst aussortiert, der Genpool. Nein. Wir müssen nichts als Beweis mitbringen. Was? So, ich will nur mal kurz gucken, ob das hier wirklich ist. Sind wir hier gestrandet oder nicht? Weil da ist noch eine Truhe. Hey. Da fliegt die Oma in die Höhe. Da ist noch ein bisschen Gekröse. Hier ist das Schiff direkt in den Strand gesegelt. Hey, da ist noch eine Kiste. So, die holen wir uns mal so. Ach naja, lohnt sich gar nicht. Aber egal. Trotzdem haben wir die Kiste untersucht. So, such beim Leuchtturm nach Gaspar. Okay, das hätten wir vielleicht eigentlich vorher machen sollen, weil jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen, nehme ich an. Zum Leuchtturm wollten wir eh, aber ich dachte, dass Ciri beim Leuchtturm ist tatsächlich. Da ist der Leuchtturm. Für einen kurzen Augenblick dachte ich, die Wegfindung verarscht mich wieder. Aber ich freue mich, dass wir trotzdem noch hinlaufen. Sogar noch ohne Probleme. Mal kurz gucken. Nichts. Schade. Na gut. Ich glaube, es gibt trotzdem noch ein paar Kisten da unten. Bin ich fast von überzeugt. Fast glaube ich, es wäre sogar lohnenswerter, die Fragezeichen mit den Schmugglerverstecken abzuschwimmen, als hier die Kisten zu suchen einzeln. Wobei, andererseits... Der Typ hat die Perlen nicht mitgenommen, ist fast unglaubwürdig. Und man könnte ja ruhig mal Hallo rufen. Wenn man hier jemanden sucht. Würde ich erstmal fragen, ob jemand da ist. Das Feuer brennt, aber ich höre keinen Mucks von... Jetzt höre ich einen Mucks von oben. Schwindel! Fort mit dir! Böse Macht! Der sieht aber nicht mehr so glücklich aus. Hey, wach auf! Lass das! Zurück ins Bett, Leckermaul! Wach auf! Was ist denn? Wer bist du? Ich bin Geralt. Du und deine Freunde, wer seid ihr eigentlich? Rabenick und Partner. Begutachtung von Grundbesitz, Versicherungen, Organisation von Großveranstaltungen. Gaspar Zotter. Meine Freunde nennen mich Schlafmütze. Hab sogar den Sturm verschlafen. Eine Schande, dass so viele gestorben sind.
Hast du hier zufällig eine Frau mit aschblondem Haar gesehen? Hier? Nein, keine Sterbensseele. Aber ich verpasse auch viel, weil ich ständig schlafe. Njam. Sag doch Njam. Deine Freunde haben mich gebeten, dich, Fereng und Ivo zu suchen. Ich fürchte, dass sie tot sind. Monster haben Ivo umschwärmt. Hab's mit eigenen Augen gesehen. Und Fereng, hab seinen Schrei gehört. Dann das Brüllen einer Bestie. Gehen wir zurück zur Hütte. Ich beschütze dich unterwegs. Schade um die Kameraden, wirklich. Aber was soll man machen? Komm jetzt. Aber ich sollte dich warnen, dass ich an Schlafkrankheit leide. Das bedeutet... Ich weiß schon. Keine Sorge, ich halte dich wach. Dann gehen wir. Aber wie halten wir den wach? Das ist doch die Frage. Außerdem weiß ich genau, es werden ständig Monster angreifen. Nein, ich will speichern. Lass mich speichern. Ich kann doch nicht... Wieso kann ich mein Spiel jetzt nicht speichern? Ah, jetzt kann ich mein Spiel... Ah, Gott sei Dank. Dieser Weg wird kein leichter sein. Ich würde sogar sagen, er wird steinig und schwer. Da fliegt das Köpfchen. Und ab die Rübe. Ah, der hat zumindest nicht gepennt. Ich kann nichts machen. Tut mir leid. Wie soll ich denn aufwecken? Aufwecken. Komm schon, steh auf. Oh, lecker Maul. Bist wieder ungezogen. Was? Schon gut. Was für eine Quest. Es ist ja großartig. Wir sind hier am Arsch der Welt, in der Hölle, weißt in der Vorhölle. Über diese Insel? Fast nichts. Weißt du, dass sie auf keiner Karte ist? Das ist charakteristisch für verzauberte Inseln. Denkst du, sie ist verzaubert? Das ist das Einzige, dessen ich mir sicher bin. Natürlich. Noch sind es nur zwei. Aber was, wenn es mehr werden? Ist hier der richtige Weg? Ich hoffe einfach mal. Ich sehe ganz furchtbar aus. Ich vermute mal, das ist nicht der richtige Weg. Entschuldige, Gaspar. Kommt der? Scheiße. Ich muss gucken, dass der auch hinterherkommt. Der kleine Schlumpf. Kommt wieder ein Weg, da können wir hoch und dann bringen wir den gleich zur Hütte zurück. Mal gucken, ob wir zwischendurch noch angegriffen werden, auch hier oben. Da rechts lauert irgendwas, das ist glaube ich der Nebling von vorhin. Kommst du? Oh, ich bin so... Wie der überhaupt jemals irgendwas überleben konnte und wieder zum Leuchtturm gekommen ist, ist mir ein Rätsel. Ich will nicht zur Schule. Entschuldigung. Kam mir gerade so bekannt vor. So, komm. Und was hat dich an diesen seltsamen Ort geführt? Ich suche jemanden. Hier? Das hat sich so ergeben. Willst wohl nicht gern darüber reden, oder? Nicht wirklich. So, Freunde. Hier bringe ich euch den wahrscheinlich einzig Überlebenden. Ich habe euren Freund dabei. Wirklich? Dann soll er was sagen. Wach auf! Ja, ich bin wach! Gaspar,
Tödlich, öffne die Tür! Gaspard, ha! Du siehst verwirrt aus. Ach, verwirrt. Höchstens etwas schlaftrunken. Was ist mit den anderen? Einer war in der Nähe einer Monsterhöhle. Leider schon tot. Ich habe einen von der Klippe stürzen sehen. Hat sich den Hals gebrochen. Verdammt. Rabenik hatte mich gebeten, ein Auge auf diesen Rotzlöffel zu haben. War sein Neffe. Danke für deine Hilfe und tut mir leid, dass ich dir nicht vertraut habe. Alles ist schiefgelaufen. Was sollen wir jetzt machen? Ich habe ein Boot. Ihr könnt mitkommen. Aber erst muss ich jemanden finden. Ein Mädchen mit aschblonden Haaren? Ja. Das tut mir sehr leid. Was willst du damit sagen? Sie ist ganz kalt. Ihr Geist hat sie verlassen. Sie muss gestorben sein, kurz bevor wir sie gefunden haben. Wir warten beim Boot.